Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und heute werdet ihr mein FIFA 20 Ultimate Team sehen. Zusätzlich noch ein Gameplay mit meinem Team. Vorab wollte ich mich wieder bei euch bedanken für den krassen Support. Wir haben jetzt schon fast 90 Abonnenten, also 86. Ich freue mich, wenn wir die 90 Abonnenten schaffen würden und danach noch die 100 Abonnenten. Das würde mich sehr freuen. Lasst ein Like und ein Abo da auf jeden Fall. Und jetzt werdet ihr das Video sehen. Achso, was ich noch sagen wollte, ihr könnt jetzt hier oben abstimmen oder hier oben abstimmen, für welche Teams ihr seid, wegen dem Karrieremodus, den ich geplant hatte. Ja, dort habe ich ein paar Teams zur Verfügung gestellt und dort könnt ihr gerne abstimmen. Würde mich freuen, damit ich das auch machen kann. Und schreibt unten in die Kommentare ein paar Spieler rein, die ich holen soll für die jeweiligen Karriere. Und jetzt geht es los mit dem Video. Heute zeige ich euch das erste Mal mein Team, weil ihr habt in den letzten Videos nicht mein komplettes Team gesehen, sondern einzelne Spieler, die ich dann für die Icon Swaps eingewechselt habe. Und das ist mein Team. Wie ihr sehen könnt, ich spiele mit der Formation 4-5-1. In-game stehe ich natürlich um auf 4-3-3. Und ja, ich habe einige krasse Spieler, aber auch nicht so krasse Spieler, beziehungsweise man kann hier noch ein paar Upgrades machen. Und ich hatte auf der Rechtsverteidigung hatte ich bis vor kurzem Hector Bellerin, den 80er, also ganz normal. Ich habe mir heute, beziehungsweise vorhin Joao Cancelo geholt, weil der einfach viel bessere Stats hat und auch etwas schneller ist. Vor allem mit Chemistry Style Anchor ist er nochmal krasser. Also von den Stats her sieht er nicht schlecht aus, deswegen habe ich mir den auch geholt. Und ich bin auch ganz zufrieden mit ihm. Dann muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe ja Mbappé. Mbappé war richtig lucky. Also ich habe zu der Zeit, wo Food Birthday Karten rauskamen, habe ich ein Megapack bekommen. Das habe ich geöffnet und da kam einfach Mbappé raus. Ich dachte, da kam Griezmann raus. Ich habe mich schon voll gefreut, Griezmann. Aber nein, Griezmann hat ja, glaube ich, ZOM. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau. Aber ja, dann kam Mbappé und dann bin ich komplett ausgerastet. Lied Manen habe ich mir durch Icon Swaps erspielt. Auch ganz nice. Fernandinho habe ich aus den garantierten Premier League Tots Pack gezogen. Auch nochmal eine Verbesserung. Also der stabilisiert nochmal die Abwehr. Ist ganz nice. Ndombele, wenn man so sieht, man denkt erstmal, es wäre so keine krasse Karte, aber nein. Ndombele ist einfach eine Maschine und den kann man eigentlich sehr gut spielen und deswegen habe ich ihn auch. Ja, wahrscheinlich werde ich dort noch ein Upgrade machen, weil ich noch einen offensiveren brauche. Weiß ich nicht. Ihr könnt vielleicht in die Kommentare schreiben, welchen Spieler ich mir dort holen kann. Aber Ndombele ist fürs Erste ganz gut. Adama Traoré habe ich auch aus Premier League trotz Garantie. Da gab es ja zwei Stück zu Premier League. Aus dem ersten habe ich Fernandinho gezogen und aus dem zweiten Adama Traoré. Bin ich auch ganz zufrieden. Ich habe da meinen Salah reingepackt und habe dann quasi perfekten Ersatz rausgezogen. Also nicht schlecht. Dann habe ich hier am linken Mittelfeld Eden Hazard. Ist auch ganz nice, nur seine Physis ist nicht so gut. Da bin ich auch überlegen, anstatt Hazard irgendeinen anderen zu holen. Ich glaube, ich weiß auch schon wen. Ja. Eventuell Saint-Maximin. Ich bin mir aber noch nicht sicher. Mondi ist auch ganz gut. Er ist schnell, kann auch verteidigen mit Chemistry Style. Und ja, dort könnte man auch eventuell ein Upgrade finden, aber ich würde den jetzt erstmal so spielen. Weiter. Gene habe ich auch gezogen. Aus. Was war das für ein Pack? Ich weiß nicht mehr. Zwei seltene Goldspieler-Pack oder so.
Ja, habe ich einfach gezogen. War ganz nice. Laporte habe ich mir gemacht. Laporte einfach Bombe. Also der beste Verteidiger in meinem Team. Ter Stegen, Bombentorwart. Muss man jetzt nicht viel zu sagen. Kann man auch nicht so viel dazu sagen. Ja, ist einfach nur Bombentorwart. Auf der Bank, ja, meine Bank ist jetzt nicht so spektakulär. Hier habe ich halt noch Hector Bellerin. Den habe ich ja vorher hier so gespielt. Hab mir da halt Upgrade geholt. João Cancelo. Ja. Mahrez habe ich auf der Bank. Felipe Anderson. Ja, Luis Figo, Leihspieler. Delph, Gomez, Martinez. Und ja, als Trainer habe ich halt Pep. Ja, das ist mein Team. Tots, deswegen Tots. Och nee, Son. In Madrid melden wir uns heute. Immer wieder ein klasse Anblick, diese Arena. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde Sie mit Frank Buschmann durch das Spiel Oh mein Gott, ich habe all begleiten. meine Spiele, Wir also freuen nicht uns allen, heute aber Tage auf so ein gut wie alle meine Spiele habe ich geniales Spiel. Chemistry Styles jetzt Das dürfte draufgepackt. eine richtig gute Ging Partie jetzt werden. ultra Auf dem schnell. Papier ist es nur ein Testspiel, aber vielleicht die Führung jetzt. Boah, der hält Tor! den. Hätte früher gepasst. Chance zur Führung. Mbappé, Tor! Und es fällt nach diesem unglaublichen Pressing. Sie stehen extrem hoch, sie Nice. gehen drauf, zeigen wieder mal ihr ganzes Können. Nein! Mbappé! Das Ding mit der Parade, immer noch Mbappé! gefährlich. Ballverlust. Nein! Scheiße! Super gehalten in dieser Was für Szene. eine Da Chance! können sich die Kollegen bedanken und so geht vielleicht noch was. Oh, Mbappé! wie Guter knapp! Versuch, aber der Ball, da geht er vorbei mit dem Trick. Kaka! Was? Und Er bekommt Elfmeter! er gibt Elfmeter. Was? Ey, nee! Der Strafstoß ist drin. Nee, Sie haben Mann. ja also den Ausgleich geschafft. Mit 1-1. Delaney. Exzellentes Nein, win. Zweikampfverhalten. Ey, voll. Ja, Rote ich glaube, das Karte. könnte gelb geben. Ja, gelb. Jetzt muss er aufpassen. Er sieht die gelbe Jetzt muss er Karte. aufpassen, der KK. Vertretbare Entscheidung, der Schiri stand gut. Sieht Die man einen Distanz ist enorm. Freistoß? Also ich glaube, das wird er nicht direkt machen. Doch, die mache ich jetzt direkt. Ich glaube, ein bisschen zu schwach. Das war kein Oder? Problem für Sie. Er hätte Nicht falsch und so gut sicher. geschossen. In den Raum. Oh mein Gott, geil. Nein, warum spielt er denn? Ganz einfach an den Ball gekommen. Jetzt ist der Platz da. Tor. Da ist das Tor. Ja, und der Ausgangspunkt war dieses frühe Stören, dieses extreme Tang. Vorgehen. Jetzt nimmt das allein. Boah, Mbappé. Jungen, schöne Aktion. Gefährlich. Jungen Son. Das spielt er. Und nun Fernandinho. Tanguy Ndombele. Halbzeit. Knappe Führung. Ja, wir spielen jetzt erstmal weiter. Der Ball rollt, die zweite Hälfte läuft. Option für einen direkten Freistoß. Ey, was macht die Mauer? Super vom Okay. Torwart, aber der Freistoß spielt jetzt den Ball. Oh mein Gott, wie knapp. Und wenn Sie diese Chance vergeben, hätte er den eingeholt. Guter Vorstoß da jetzt.
this. Ah, ja, okay. Der ist einfach wirklich AFK. Ach, jetzt sie mehr. Der tut nur so, oder? Hey, der hat einfach keinen Bock. Der hat keinen Bock mehr richtig zu spielen. Das war's mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und bis zum nächsten Video. Ciao.